Wenn Hefe so selten ist wie Gold, ihr aber trotzdem zu Hause ein Brot backen möchtet, was crunchig und auch fluffig ist, aber eben keine Hefe im Haus ist, dann habe ich heute die Rettung für euch. Denn wir backen ein Brot komplett ohne Hefe. Zutaten dazu sind Mehl, Wasser, Backpulver, Salz und Haferflocken. Beginnen wir damit, den Ofen vorzuheizen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Dann starten wir mit 400 Gramm Mehl, die ich hier abgewogen habe. Wir brauchen ein bisschen Salz für den Geschmack. Natürlich keine Hefe. Diese wird ersetzt durch Backpulver. Das macht das Brot sehr schön fluffig. Auch das kommt dazu. Alles gut vermengen. Öl dazu. Und natürlich das Wasser. Ich liebe diesen Sound. In die Schüssel rein. Dann wird das alles vermischt, bis sich der Teig nach und nach verbindet. Zum Schluss habe ich es mit einer Teigkarte so lange immer so hochgezogen, bis ihr einfach wirklich eine schöne Konsistenz habt. Dann braucht ihr eine Kastenform. Die wird eingefettet, damit ihr euer Brot später wieder rausbekommt. Und dann füllt ihr den Teig da rein. Der sollte da richtig schön reinlaufen. Dann wird das Ganze glatt gestrichen und wenn ihr möchtet, mit ein paar Haferflocken von oben verziert. Das gibt nochmal einen extra Crunch. Dann brauchen wir eine Schale mit Wasser und die stellen wir unten in den Backofen rein. Dann wird das Wasser verdampfen und das macht euer Brot dann richtig schön crunchy. Jetzt backen wir das Brot für 50 Minuten und hört euch mal bitte diesen Sound an. Es ist natürlich mit einem Hefebrot nicht zu vergleichen, aber ich finde es super fluffig geworden und es schmeckt extrem gut. Und all das ohne Hefe.